Hallo liebe Freunde der Neugier, eigentlich kennt es jeder und viele haben es schon mal gemacht, Helium eingeatmet. Aber warum bekommt man davon so eine lustige Stimme? Und ist das eigentlich völlig ungefährlich? Das klären wir heute, also los geht's! Um der Ursache für die lustige Stimme auf den Grund zu gehen, müssen wir erstmal wissen, wie die Stimme überhaupt erzeugt wird. Wenn wir sprechen, pressen wir Luft aus unseren Lungen durch die Stimmbänder, wodurch sie anfangen zu schwingen und dadurch wird ein Ton erzeugt. Dieser Ton gelangt dann über die Luft aus unserem Mund zu unserem Gesprächspartner in sein Ohr. Ob das jetzt eine tiefe Stimme oder eine hohe Stimme gibt, entscheidet darüber, wie schnell die Stimmbänder schwingen. Und je schneller sie schwingen, desto höher ist dann auch der Ton. Unsere Stimme wird dabei von der Luft getragen, die hauptsächlich aus Sauerstoff und Stickstoff besteht. Dabei kann sie eine Geschwindigkeit von 333 Metern pro Sekunde erreichen. Helium ist leichter als Luft und in ihm breiten sich Schallwellen dreimal schneller aus als in der Luft. Dadurch wird der Ton quasi beschleunigt, die Frequenz wird erhöht und der Ton wird insgesamt höher. Dadurch bekommt man dann so eine lustige Mickey-Maus-Stimme. Aber kann das Einatmen von Helium eigentlich auch gefährlich sein? Wenn man nur einen Zug aus zum Beispiel so einem Ballon nimmt, dann ist das sicherlich nicht so gefährlich. Denn Helium ist ja leichter als Luft und dadurch atmen wir es auch relativ schnell wieder aus. Wenn man jetzt aber häufig schnell hintereinander Helium einatmet oder sogar einen ganzen Zug aus einer Flasche nimmt, wo der Druck einfach viel, viel höher ist, wird der Sauerstoff aus unseren Lungen verdrängt. Die Folge davon ist plötzliche Bewusstlosigkeit und es können sogar Lungen- oder Hirnschäden entstehen. Seid also vorsichtig und verantwortungsvoll, wenn ihr mit Helium ein bisschen rumspielt. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen schlauer gemacht und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, klickt einfach auf den Abo-Button. Weitere solche Erklärvideos habe ich euch mal oben in der Infobubble verlinkt. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher.